Ja, heute Nachmittag um 14.58 Uhr wurden die Feuerwehren des Flecken Erzen zu einer Unwetterlage gerufen, Sonderlage. Was sich ergab, war ein starkes Regengebiet, was eigentlich punktuell über den Hauptort Erzen gezogen ist und dort zu vollen Kellern und Schlammmassen geführt hat, die von den Äckern ins Dorf gelaufen sind. Und wir sind bis dato sind wir dabei, noch Keller auszupumpen, die Hauptstraßen zu reinigen und auch den großen Rewe-Markt leer zu machen. Dort ist es auch ein massiver Wassereintritt gewesen in den Markt hinein. Und auch unser Hallenbad ist betroffen. Dort sind wir auch noch dabei, den Technikraum auszupumpen. So sieht das im Moment aus.